Von der Saubert und betreibt dort die erste österreichische Tippi-Werkstatt. Das ist der Herr Keindl. Hallo. Hallo, grüß dich. Und für alle, die live bei der Sendung dabei sein wollen, gibt es wie immer den Chat, den Crop.com. Der ist erreichbar über unsere Homepage cropfm.mur.at. Ja, heute geht es, unser Thema ist das Tippi und alles, was damit zu tun hat. Man kann das nicht ganz so leicht auf den Punkt bringen. Darüber werden wir plaudern und zu Gast im Studio ist der Wolfgang Keindl, der auf der Saubert die erste österreichische Tippi-Werkstatt betreibt. Was ist an einem Tippi eigentlich so Besonderes, dass viele Leute glänzende Augen kriegen? Das Besondere daran ist, dass man so ziemlich egal bei welcher Witterung auch immer bei seinem Feuer sitzen kann. Was, ja, wie man sich denken kann, Urgefühle hochsteigen lassen kann. Oder man ist so wie ich bekennender Pyromane und schätzt es aus diesen Gründen. Mhm. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es sehr schnell aufgestellt ist, dass es ein Nomadenzelt ist, was also ohne sehr viel Aufwand mit relativ wenig Gewicht außerdem wirklich ein Heim bieten kann bei Wind und Sturm, genauso wie bei Schneesturm. Und auch bei sehr tiefen Temperaturen. Und das System selbst kommt von den nordamerikanischen Indianern natürlich, wie jeder weiß. Es haben nicht alle Stämme Tippis verwendet, sondern nur meistens die Prärie-Indianer, doch aber auch rauf, teilweise bis Kanada. Aber das war nur mehr oder weniger eine temporäre Heimstatt, wenn man zweimal im Jahr dem Bison nachgezogen ist. Und nachdem es dann, wie wir ja alle wissen, irgendwann einmal kein Bison mehr gegeben hat aufgrund der Weißen, sind diese Tippis aus Stoff gefertigt worden und nicht wie ursprünglich aus Leder. Mhm. Wie bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen, Tippis zu bauen? Ein Tippi unterscheidet sich ja von einem normalen Zelt auch irgendwie. Warum hast du dir nicht einfach ein Zelt in den Garten gestellt? Naja, es war vor ungefähr 20 bis fast 25 Jahren, aber jedenfalls dieser Schritt in die Steiermark vor 20 Jahren aufs Land hat unter anderem deswegen stattgefunden, unter anderem natürlich, aber das war schon ein innerer Antrieb, dass ich gern mit den Elementen zu tun habe, dass ich also sozusagen, wenn ich schon nicht im Dreck wühlen kann oder im Wasser schwimmen oder einen Wind um die Ohren pfeifen haben kann, dann soll es zumindest ein Feuer sein. Und nachdem wir dann ungefähr 15 Jahre in der Südsteiermark auf der Saubert in dem Haus eben gewohnt haben, haben wir dann vergrößert und haben einen Zubau gemacht. Und da bin ich dann eines Morgens in diesem gefliesten Raum gesessen mit Fußbodenheizung und habe eigentlich diese Gefühle, deren wegen ich eigentlich aufs Land gezogen bin, nimmer mehr gehabt. Und das ist wie ein körperliches Verlangen gewesen, ein Tipi zu haben. Das war auf einmal da und dann waren ungefähr 14 bis 20 schlaflose Nächte, wie man sich sowas aufstellt, wie man sich sowas machen kann. Ja, und dann habe ich es gemacht. Also es war ein innerer Antrieb. Mhm. Du hast dich da nach den Vorlagen von den nordamerikanischen Indianern orientiert. Ja, die waren natürlich auch unterschiedlich von Stamm zu Stamm, aber allgemein ist die Tatsache, dass sie oben Rauchklappen haben, also das ist ein kegelförmiges Zelt, das oben Rauchklappen hat und diese Rauchklappen ermöglichen den Austritt vom Rauch, wenn drinnen ein Feuer ist,
Das heißt, man sitzt da drinnen nicht wie ein stinkendes Gesicht sozusagen, sondern man hat es da drin rauchfrei bei doch sehr, sehr klarer Luft im Großen und Ganzen. Und die Rauchklappen kann man so stellen, dass trotz Regen der Rauch also sozusagen S-förmig abziehen kann, indem man eine Rauchklappe über die andere drüber klappt. Also das macht eigentlich erst, das ist auch im Winterbewohnen möglich. Thema Tipi. Mit dem Tipi verbindet man einen gewissen Mythos über diese Lebensart der Indianer, die man sich dann auch wieder zurückholt mit verschiedenen Riten und dergleichen. Was kann man da dazu sagen? Naja, das, was bei uns von den Indianern, sage ich jetzt einmal, außer Coil Mai bekannt ist, ist natürlich der Schamanismus, der indianische Schamanismus, ist die Sacred Rattle, die heilige Rassel oder the Sacred Drum, also die heilige Trommel, wo man also versucht, über Rhythmen und über Klänge zu einem kontemplativen Zustand zu kommen. Das ist aber, sage ich mal, was die Tiefe und die Frage, wird das auch gelebt oder nicht, oder wurde es gelebt oder nicht, würde ich mal mittlerweile ein bisschen nüchtern sagen, die Jungs waren auch nicht viel besser drauf, so wie wenn ich vergleichen würde, Christentum und katholische Kirche. Nicht? Das heißt, das, was das Ideal der Indianer wäre, weiß nicht, ob das wirklich lang und oft und konsequent gelebt wurde, weil im Prinzip haben sie die abgeschlachtet wie die Verrückten. Nicht? Ein Riesenkontinent, irrsinnig wenig Einwohner auf dem Kontinent. Und wenn es dann miteinander gekämpft haben, dann waren es nicht minder brutal als halt heutzutage oder so. Also da ist auch sehr viel idealisiert worden, wie überhaupt rund um das Tipi letztendlich auch bei manchen Dingen ein bisschen ein Primborium gemacht wird. Nicht? Also es geht da so diese Meer, dass der Eingang nach Osten ausgerichtet ist, wegen Sonnenaufgang etc. Aber ich denke mal, wenn denen kalt war, dann haben sie das sicher in Kauf genommen, dass der Eingang nach Westen oder nach Süden oder nach Norden ausschaut. Man hat sich halt einfach nach dem Wind gerichtet und nachdem in der Prärie ganz einfach Westwind ist, ist es naheliegend, dass der Eingang nach Osten schaut und somit auch die Rauchklappen natürlich gegen den Wind ausgerichtet sind. Ja, natürlich gäbe es viel zu sagen und Hut ab vor allen, die diese indianische Philosophie leben oder das probieren. Aber es wird halt auch sehr viel idealisiert, ganz klar. Ne? Ist so indianische Philosophie oder Lebensart überhaupt auf einem Europäer anwendbar? Das meine ich auch, dass das bedingt anwendbar ist. Also ich habe mich für die Dinge ja doch interessiert und habe dann mal gedacht, nachdem wie wir alle wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad probiert hat, verschiedene Philosophien sich anzuschauen, sei es jetzt Hinduismus, Buddhismus, Sufismus, ja, vielleicht auch Christentum, hat man sich ja für andere Versuche der Menschheit zu diesem Thema auch interessiert. Und da kommt man dann halt irgendwann auch zum Schamanismus, dass man da jetzt nicht nur drüber liest, sondern auch irgendwie vielleicht das eine oder andere ausprobiert und eine Zeit lang irgendwie sich versucht, das auch zu leben oder so. Und ich habe mir dann auch gedacht, naja, es ist eigentlich jetzt dieser nordamerikanische Schamanismus, was hat der mit mir zu tun? Der arbeitet mit Pflanzen, die nur zum Teil ident sind mit unseren, hat auch vielleicht emotional eine andere Beziehung zu Tieren zum Beispiel oder zu bestimmten Tieren, als wir das haben. Also für uns wird, es ist ja oft für viele sehr enttäuschend, wenn sie sich mit der indianischen Astrologie beschäftigen, nicht? Oder mit diesen dortigen Pflanzen und Tiergeistern, die das besetzen, wenn sie dann rausfinden, sie sind keine Königskerze, sondern schlicht und ergreifend ein Distel oder irgend sowas, wie es halt im chinesischen Horoskop des Schwein vielleicht für manche Überwindung ist, sich dazu zu bekennen. Mir kommt das manchmal vor bei so Sachen, zum Beispiel wenn man jetzt Feng Shui nimmt, wir in Europa holen das ganz einfach aus dem asiatischen Raum ganz einfach rüber, aus dem östlichen Raum rüber und dageln uns dieselben Symbole, die da unten Gültigkeit haben, hier an die Tür, obwohl es überhaupt keinen Bezug eigentlich, keinen emotionalen Bezug gibt, obwohl man das Ganze in Wahrheit adaptieren müsste zu Dingen, die wir
verstehen. Das kommt mir manchmal so vor, wenn ich Leute beobachte, die in diese indianische Richtung stark schauen. Ja, nein, ich sehe das ganz genauso. Es ist halt vielleicht das einfach transponierbarer, weil ganz einfach die Landschaft nicht so unähnlich ist. Also schlicht und ergreifend Mitteleuropa und Amerika. Sonst hätten wir ja nicht so unheimlich klasse Winnetou-Filme in Kroatien dran können oder sonst irgendwie. Also ich will nur sagen, klar, nicht? Also das ist da vielleicht ein bisschen näher, aber prinzipiell, also gerade in Bezug auf Feng Shui oder so. Ich meine, ich denke mal, um da zu vergleichen, Feng Shui für einen Indianer hat auch geheißen, hinter sich den Berg und vor sich das Wasser als Idealzustand noch nah. Nicht? Natürlich wohnt man gern so und es ist eigentlich eh alles ganz einfach und es ist wahrscheinlich eh so, dass dieser idealisierte Zustand ist halt dann einfach auch der ideale Zustand, Feng Shui-mäßig ein Haus zu bauen oder halt sein Zimmer auszurichten. Und der Indianer wird das sicher auch gemacht haben. Und wenn der See im Westen war, dann hat den See eingangs sicher zum Westen geschaut. Aber die Kreisform ist doch bei so Indianerdörfern bzw. beim Tipi irgendwas relativ Wichtiges gewesen. Ja, das Witzige ist, das Tipi hat ja eigentlich keine Kreisform, das Tipi ist eigentlich eine Eiform. Das heißt, es ist ein etwas langgestreckter Kreis, wie es dem Ei halt so eigen ist. Und dadurch ergeben sich zwei verschiedene Winkel. Also die Hinterseite des Tipis steigt steiler an als die Vorderseite. Dadurch, dass die Vorderseite flacher ist, ist das Feuer im vorderen Drittel von dem Tipi. Und man gewinnt hinten also durch diese Eiform dann einfach sehr viel Wohnraum und hat das Feuer eher im vorderen Bereich. Ja, und kann da hinten schlafen, kochen, lesen, was die Indianer vielleicht nicht so oft gemacht haben, aber. wer gerade lesen sagt, mir würde jetzt interessieren, wenn ich da eine Frage stellen darf, hast du dich ja mit der indianischen Mythologie beschäftigt? Ja, naja, so wie ich zum Chris irgendwie gesagt habe, hat mich das schon interessiert und ja, also natürlich ist wahrscheinlich das, was uns allen von Indianern da in Mitteleuropa bekannt, das ist wahrscheinlich jetzt diese ganze Philosophie rund um das, was die Hopi-Indianer so gesagt haben, nicht zum Thema. Wobei interessantes Hopi ist eigentlich nicht zwingend eine Stammesbezeichnung gewesen, sondern das waren sozusagen die kontemplativst lebendsten von verschiedenen Stämmen, die dann zusammenkommen sind. Und das war dann sozusagen Hopi. Und jetzt mittlerweile ist es eine Stammesbezeichnung, aber früher war das eher so gemeint. Mag sein, dass gerade deswegen das doch eine gewisse Autorität hat, was die so gesagt haben, die Hopi-Indianer. Und ich weiß nicht, wie genau du dich beschäftigt hast, aber wie war das System aufgebaut? Also ich meine, was war das für ein Weltbild? Das Interessante ist, dass es auch, also jetzt zum Beispiel, wenn man es gibt diesen Sacred Count, also das ist diese heilige Zählweise, das ist eben auch auf Szenersystem aufgebaut, nicht? Man hat in der Hierarchie zum Beispiel 1 bis 10, 1 wäre zum Beispiel alle Mineralien, die Zahl 2 wären alle Pflanzen, die Zahl 3 alle Tiere, die Zahl 4 Mensch. Und interessant ist dann, dass die Entsprechung dazu, also 11, 12, 13, 14, ist dann der Geist des Minerals, der Geist der Pflanze, der Geist des Tieres und halt der Geist des Menschen. Und 5 gilt so als die Zahl von Wakantanka, also von Gott, würde man bei uns einfach sagen, nicht? Von der höchsten Autorität. Oder 15 ist dann Geist Gottes, wenn wir es dir nachdenken. Und war das ein strenger Monotheismus? Oder hat es da auch, so wie es eigentlich im Christentum einen Vielgötterglauben gibt, kann man sagen, also die ganzen Heiligenfeierungen, hat es das dort? Also ich möchte jetzt nur in aller Bescheidenheit dazu sagen, dass ich da einfacher Suchender bin und in keinster Weise Spezialist, also das, was ich jetzt so drüber weiß, nur einfach so. Aber klar, also mir kommt vor, das ist systemimmanent beim Menschen. Ja. Dass man halt, andere tun es halt dann mit autistischem Zählen oder mit ganz witzigen Dingen, nicht? Dass man sich irgendwo diese Autorität schafft oder so. Denke ich, ja, so eine Vermutung. Nun abschließend, die Frage stelle ich deshalb, weil das, was ich von Hopi-Indianern gelesen habe, waren vor allem ihre Sternenkulte und vor allem auch. Sie haben sich ja sehr verbunden zu den Plejaden gefühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hätte man gedacht, vielleicht, falls du darüber was weißt. Also diese Buffalo Nation haben sie das, glaube ich, genannt. Das Witzige ist, das kommt ja dann
Gibt es denn schon anderswo auch Parallelen und nicht nur bei den Hopi eben? Nicht? Also die Plejaden dürften ja da so jetzt, wenn wir da so in die Esoterik reinwühlen, in mehreren Kulten sozusagen eine Rolle spielen. Aber eher, glaube ich, ja, als Folge durch diese alten Kulturen, die sich schon damit... Ich glaube nicht, das ist eine Erfindung der, des New Age-Zeitalters. Nein, keine Frage, Aber ist auch so auf der Suche nach halt nicht. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich jetzt ins Deep reinsetzt, dass schlagartig all diese Dinge in einem aufsteigen, weil da war kein Tanker sozusagen in jedem Tipi haust. Klar tut er das, nicht? Aber halt nicht jetzt speziell in irgendjemandens Tipi oder in irgendjemandens Behausung. Aber was einfach sich automatisch einstellt, ist sich mit einem Element zu befassen und halt einfach, egal ob man jetzt schwimmen geht oder ob man vor einem Feuer sitzt, das wird immer ein Erlebnis sein, was einfach von tiefer rauskommt, nicht? Oder auch tiefer reingeht. Und was auf jeden Fall eine tolle Geschichte ist, das ist, wenn man dort allein sitzt oder mit Freunden drinnen sitzt oder mit der Family drinnen sitzt, dann wird da einfach über die Tatsache, dass man um ein rundes Feuer sitzt, das kennt ja eh jeder, spürt einen anderen Film ein bisschen, ein offenes Feuer einfach, nicht? Und wenn man das dann noch tut und draußen 2 Meter schnell liegen, dann hat das schon was, nicht? Dann kriegt man so dieses Gefühl von Shelter oder von Beschütztsein und auch reduziert sein auf sich selbst, auf seinen Körper und sein vielleicht etwas frieren und dann sich am Feuer wärmen oder was auch immer. Das reduziert einen einfach auf die ursprünglichen Dinge und man vergisst dann plötzlich so Worte wie digital oder... Es wäre ziemlich was Perverses, so Tippe mit der Satellitenantenne oben drauf. Es gibt eh das berühmte Foto, nicht? Wird es sicher schon gesehen haben. Ja, es gibt es auf einer Ansichtskarte, glaube ich. Da. Aber dafür gibt es Tippis auf diesem Rastplatz bei der Route 69, wo du herkommst, wo zumindest eine Lichtanlage drinnen ist. Gibt's wo man auch, reingeht und rechts ein Lichtschalter auftritt. Das ist auch sehr komisch. Ich habe eh schwer gelitten. Es gibt auch im Kärntner Hotel, wo die Tipis, sehr tolle Anlage, aber das Witzige ist, dort haben die Tipis einen betonierten Boden, auf dem dann Holz verlegt ist und die Feuerstellen sind mit Abzugsrohren, was eh schlau ist, aber ich sage nur, das ist halt schon dann, ja, da bleibt dann halt nicht mehr viel, außer das Tipi-Heidl sozusagen. Keine Fußbodenheizung? Keine Fußbodenheizung. So kein Komfort-Tipi sozusagen. Wer kommt eigentlich so zu dir und kauft Tipis? Es sind sehr viel oder zunehmend verschiebt sich der Teil dahin, dass das Leute sind, die drinnen irgendeine Art von Kursen geben, sei es Trommeln, sei es Oberton singen, was auch immer. Dann einige, die so Outdoor-Experience-Geschichten machen. Und ungefähr 50% der Leute, die das einfach gern haben. Mhm. So wie es mir halt auch gegangen ist. Also bei denen ist es ähnlich dringend wie bei mir damals. Bei mir damals war es halt dann so, dass ich mir irgendwie in irgendeiner Berliner Alternativzeitung, das war noch in der Prä-Internet-Zeit sozusagen, oder in der, was ich halt gehabt habe, oder halt vielleicht auch viele andere. Und da habe ich mir das rauskopiert, so ungefähr, wie das geht, und habe halt rumprobiert. Und es gibt ja diesen Spruch, das erste Haus, das du baust in deinem Leben, bau für deinen Feind, das zweite für deinen Freund und erst das dritte für dich selbst. Und ich habe mich nicht dran gehalten, ich habe das erste für mich gebaut und das war, ja, wenn ich heute so davor stehe, das zeige ich eh nicht gern her, ich habe da noch ein anderes zum Herzeigen, aber da ist so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und so über Trial and Error ist das dann gegangen. Ja. Mhm. Gibt es da einen Unterschied, wie die bis früher gemacht worden sind, von den Indianern noch und wie sie jetzt gemacht worden sind? Naja, anfangs waren sie, wie gesagt, das ist ja jetzt ganz interessant, auf das ein bisschen einzugehen. Also du hast normal die Außenhaut von dem Tipi, von diesem Kegelzelt, inklusive dieser Rauchklappen, dem Eingang und dieser Türe, haben die bestanden aus weiß gegerbten Bisonfell, weiß gegerbt deswegen, damit es drinnen hell ist. Also gemütliche Situation ist auch heute noch beim Tipi so im Vergleich zur Jurte, dass man im Tipi schön Licht hat und in der Jurte zum Beispiel durch den Filz etc. einfach dunkel. Das war weiß gegerbtes Fell und das Innenlining, das wird bis zu einer Höhe von 1,40 ungefähr aufgehängt, je nach Tipi-Größe maximal bis 2 Meter Höhe, war außen mit Fell und innen mit ebenfalls mit Leder und hat es natürlich mulle warm gehabt da drinnen.
Und heute werden die aus Stoff gefertigt, wie auch die letzten 100, 120 Jahre der Indianer, wo das auch noch so war, wo auch noch das aus Stoff dann gemacht worden ist, weil eben kein Bison mehr da war, hat man Kleintierfelle dann eingetauscht gegen die industriell gefertigten Stoffe aus Europa. Die Dinge halten ja bis minus 20 Grad im Winter. Minus 20, es ist eine Frage der Größe des Feuers. Du kannst das, also sage ich mal, es wird wahrscheinlich noch schlimmer gehen. Kommt auch darauf an, wie viele Leute drinnen sitzen, wie sehr die Körper natürlich wärmen. Es gibt da sowas wie einen Ozean, das ist so eine Art Himmel, der reingespannt worden ist, wo man die Stauwärme vom Feuer, also im hinteren, unteren Bereich vom Tipi gehalten hat, damit das nicht gleich nach oben abzieht. Gesessen ist man auf Bisonfällen, klar, in unserem Fall sind es halt Schaffälle, aber da kann darunter eigentlich das blanke Eis sein, wenn du auf einem Schaffel sitzt, ist nicht wirklich kalt. Nicht? Gibt es ja eine Geschichte, ich habe einmal auf einen Zugfahrer einen See, ein Tipi aufgestellt für eine Präsentation und da haben wir dann Feuer drinnen gemacht und es war dann interessant, dass nach ungefähr 4 Stunden war das Feuer dann plötzlich viel tiefer, nicht? Als ursprünglich. Ja, Sie haben gerade FM, es geht um Tipis und wir machen eine kurze Pause, nehme ich an. Die Nummer, die wir jetzt gerade gehört haben, nennt sich Deep Talking Flute von der CD Time is a River von Robert Julian Horky. Und das Besondere daran ist, auf dieser CD bist du auch zu hören, akustisch. Ja, ich habe da
den überwiegenden Teil von der perkussiven Seite halt beigetragen beim Julian. Sollte man sich einmal anhören. Das ist eine schöne Platten, die noch witziger ist, wenn man das Booklet sehr genau liest und weiß, dass also die meisten Instrumente nicht das sind, wie sie klingen. Soll aber nicht heißen, dass es ausschließlich elektronische Arbeit ist, sondern es ist, also die Flöte ist natürlich einfach Flöte, aber es gibt eh Gitarren und Orgeln, die alle mit einem Blasinstrument gespielt werden, das man sozusagen mit der Atemstärke mal beeinflusst, was mit sich bringt, dass das sehr organisch klingt, obwohl doch viel über 0 und 1 läuft. Ne? Auf der Saubert im Walderton scheinen es viele Leute zu geben, die irgendwie interessante Dinge tun. Dort. Ja, es ist eine witzige Ansammlung im Laufe der Jahre. Es haben sie von der Sobot Ausgewanderte, die wieder zurückkommen sind, haben sie sozusagen mit den Leuten, die aus den Städten ausgewandert sind und auf die Sobot gezogen sind, irgendwie zusammengetan. Und da hat es viele Jahre einen recht fruchtbaren Zusammenschluss gegeben, den Verein Eigenart, wo jetzt, abgesehen von dem Versuch, sage ich jetzt einmal ein bisschen präpotent von Volksbildung, Versuch von dem halt, also es ist gegangen um Energie, es ist gegangen um alternative Energie, um freie Energien, es ist um natürlich Tesla, Schauberger, die ganze Abteilung, aber auch Kunsthandwerk, das von den Leuten dort regional erzeugt wurde und biologisch-organische Produkte eben, die dort vermarktet worden sind, und da war eine Zeit lang auch kulturell dann dadurch ein bisschen was los da oben und ist es teilweise immer noch, es ist jetzt von regionalen Leuten auch übernommen worden, und in dem Moment, wo man sich als Verein dann zurückzieht, merken die Leute dann, dass doch irgendwas fehlt, und plötzlich passieren die Dinge dann bezahlterweise. Man muss sie nur aufhören, ja, zu versklaven für das. Dann wird es schon übernommen von den regionalen Leuten. Mhm. Du bist ja quasi mitten im Wald mit deiner Werkstatt da irgendwie. Mhm. Ist das relativ einfach so für, man, wenn man jetzt doch relativ abgelegen ist und so ein Produkt hat, das man sich normalerweise das man nicht unbedingt aus dem Katalog kauft, würde ich einmal sagen. Mhm. Ist diese Lage ein Vorteil jetzt eigentlich oder ein Nachteil? Also ich sehe es natürlich als Vorteil, also auch von der Vermarktung her, es macht für den, der das Tipi kauft, irgendwie natürlich eine gewisse Authentizität, wenn du das selber vor der Tür stehen hast. Wenn du die Tipi-Werkstatt vielleicht an irgendeinem Hauptplatz irgendeiner Weltstadt hättest als Werkstatt, ja, es hat vielleicht nicht den Esprit. Und das Zweite ist, die sich wirklich dafür interessieren, die kommen dann auch und schauen sich das an oder probieren an sozusagen. Oder bei vielen geht es einfach über die Tatsache, dass sie das Produkt an und für sich kennen. Aber was nur darum geht, die Frage dann ist, aus welchem Stoff ist das? Wie dick, wie schwer ist der Stoff? Also wir verwenden Stoffe, die 450 Gramm pro Quadratmeter haben, also sprich einen halben Kilo fast pro Quadratmeter. Das sind Markisenstoffe, sehr schwere, wasserdichte, schimmelresistente und natürlich UV-beständige Stoffe. Und wenn man das sind Dinge, die kann man ja durchaus auch per E-Mail oder Telefon behandeln, wenn jemand an und für sich klar ist, was ein Tipi ist, und da geht es dann mehr um das Woraus. Ich möchte nochmal ganz kurz zu den eher mystischen Sachen von den Indianern her zurückkommen. Was man bei uns immer wieder, worauf man immer wieder stößt, also auch in unseren Breiten hier, sind verschiedenste Heilrituale, Schwitzhütten und dergleichen. Warum glaubst du, gerade hat sich sowas hier doch etablieren können in gewissen Kreisen? Also meine Vermutung ist, dass das, wie ich zuerst gesagt habe, ein bisschen einfach mit der Tatsache zu tun hat, dass die Vegetation und natürlich auch teilweise, zum sehr großen Teil die Tierwelt nicht unähnlich ist, dass das Klima sehr oft nicht unähnlich ist, dass natürlich jetzt gerade Sinnsuche verstärkt sowieso, wie man bemerkt, angesagt ist. Und ich würde einmal so sagen, das, was früher zwangskatholisch war, spaltet sich halt jetzt einfach auf mehrere verschiedene Richtungen auf, so sehe ich das einfach. Und da ist jetzt natürlich indianisches Denken und Schamanismus und die Dinge drinnen. Und im Prinzip glaube ich ganz einfach an die Kraft des Geistes. Es gibt einfach kein besseres Wort dafür, sondern also die Kraft, die jeder in sich hat. Und welchen Weg, welches Ritual, welches Mantra, welches Mudra, was auch immer ich dazu verwende oder jeder verwendet, wird funktionieren, solange das irgendwas ist, was er schafft zu fokussieren. Mhm. Wobei ich halt wirklich glaube, dass es relativ egal ist. Ich meine,
vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es ist relativ egal. Es geht um das Einvernehmen mit sich selbst. Das kann ich Richtung Osten, Richtung Westen, im Sommer, im Winter, bei Sonnenaufgang, zum Mittag oder sonst wann machen. Ich kann es auch immer dann machen, denke ich mal, wenn es für mich gerade passt oder für den betreffende Person. Erster Satz, Yoga Sutra ist irgendwie, wenn ich mich noch richtig erinnere, fixer Platz, fixe Zeit und Stille. Mhm. Und da, fixer Platz ist eine Sache, die, glaube ich, ganz gut funktioniert, irgend so ein Eckerl zu haben, wo man irgendeine Art von Ich-Suche betreibt. Das muss ja gar nicht jetzt in einem nach Weihrauch riechenden religiösen Sinn sein, sondern das kann ja einfach Selbsthygiene sein. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ja, dann kommt, da fällt mir dann halt auch wieder Tipi ein. Und das geht am einfachsten, so wie es der Zen-Buddhismus sagt, geht es über Essen, Trinken, Schlafen. Nicht? So nach dem Motto, die Erleichterung erlangt auch der Straßenkehrer oder so. Und ich denke mir, das gilt für alles und jeden. Und das geht am einfachsten über die essentiellsten Dinge, also wirklich über Essen, Trinken, Schlafen, irgendwas bewusst tun. Und wenn ich irgendwo ein Eckerl habe, wo ich mich bewusst hinsetze und dort im Tipi ein Feierl mache und dort nur 2 Stunden sitze und Musik höre oder auch nicht, was ja auch ganz hilfreich sein kann manchmal, dann tut sich schon was. Mhm. Und ja, die andere Variante ist natürlich, dass man dort einige Doppler lehrt und das funktioniert auch gut. Also es ist ja jetzt jedem sein Tipp, was immer er damit tun will. Mhm. Vom Indianischen her gibt es da was Spezielles, was Visionssuche heißt, glaube ich, oder? Mhm. Wie läuft das ab? Ja, es gibt sehr schöne Sachen, da, was ich jetzt so mitgekriegt habe in den letzten 2 Jahren und das finde ich überhaupt ganz toll. Das ist Visionssuche für Jugendliche. Das gibt einige Leute oder immer mehr Leute, die das machen, die also mit Jugendlichen, die in einer starken Umbruchsphase sind, zwischen 14 und 18, wie immer man das sehen will, oder Erwachsenen, die in so einer Umbruchsphase sind, eine Visionssuche machen. Das schaut so aus, dass man nach vorheriger Anleitung und nach vorherigen gemeinsamen Übungen, die unter Vorsitz von 2 oder mehr Leuten gemacht werden, einen Tag, eine Nacht und manchmal noch einen Tag allein im Wald verbringt und schaut und in sich hineinhört irgendwie. Und das finde ich besonders für Jugendliche toll, weil, sage ich jetzt einmal, irgendwie die Initiationen für Jugendliche heutzutage, nicht früher haben wir es ja noch gehabt, nicht? Und so. Nein, aber heutzutage einfach wirklich fehlen, teilweise. Früher hast du sozusagen wenigstens für einen Kaiser sterben gehen können oder irgend sowas, wir wissen alle, das ist ironisch gemeint, aber es hat irgendwie so Initiationen für Männer gegeben. Ich bin der Meinung, Frauen, Mädchen haben das sozusagen eben monatlich und als Mädchen wirst du mit dem Biologismus irgendwie stärker konfrontiert und so weiter. Und den Jungs, die kennen sich, wo willst du austoben, wo willst du sozusagen, früher ist vieles, was unter Jugendstreich gefallen ist, bist heute 24 Stunden im Gefängnis, bis du die Mama holen darf, sozusagen als Jugendlicher. Nicht? Also es ist alles nicht mehr so einfach. Und da ist sowas ganz toll und ja, ein nach innen gerichtet sein bringt diese Visionssuche, glaube ich. Und ich finde es ganz toll, dass da in Österreich jetzt mittlerweile schon 2 Gruppen gibt, die das machen. Wenn ich auf die Frage gewusst hätte, dann hätte ich jetzt den Namen und die E-Mail-Adresse von den Leuten irrsinnig gern dazu gesagt, weil es einfach wirklich total viele Eltern gibt, die mit pubertierenden Jugendlichen es nicht blicken, was fördern er denn? Und da wäre sowas ganz toll. Nein, wir werden die Adresse nachträglich zur Tippi-Seite auf der KPFM-Homepage dazustellen, würde ich sagen. Klar. Mich würde interessieren, also, was glaubst du, ist der Anteil des Tippis an und für sich? Hat das Tippi durch die Formgebung oder durch das Material wahrscheinlich weniger? Aber welchen Einfluss hat auf diesen Prozess, den du vorher genannt hast, dass du in einer Art meditativen Zustand Tipi verbringt? Nein, ich glaube, also das hat mit dem Tipi speziell gar nichts zu tun. Das ist nur eine sehr lustige und gemütliche und sehr schöne und sehr harmonische Art, sowas zu tun. Wenn einer das fixe Gefühl hat, er macht es am liebsten in seinem 2,20 Meter hohen Bauknecht Kühlschrank, dann wird das genauso funktionieren, wenn er sich dort oder sie sich dort wohlfühlt. Also insofern glaube ich, würde ich da jetzt gar nichts reingeheimnissen. Ja. Naja, wollte ich einen. Nein, ich sage nicht so für mich. Eben, das Tipi scheint daher so eine Form zu sein, in der so eine Entspannung leichter fällt als in einem
Bauknecht Kühlschrank. Kommt davon, ob die Türe offen oder zu ist. Okay, also sagen wir jetzt mal mit offener. Ja, na klar. Vor allem, es hat sich erwiesen, dass in den Bauknecht Kühlschränken das Feiermachen so irrsinnig schwierig ist, besonders wenn die Tür zu ist. Wirklich, hat es Versuche gegeben? Ja, bis wir auf die Tippiform gekommen sind, das hat ja lang gedauert. Also, wieder einmal Geschichtsfälschung. Vor 4000 Jahren haben Indianer nicht in Tipis gewohnt, sondern in Bauknecht Kühlschränken und dann ist man drauf gekommen, dass Tipis. Bauknecht weiß nämlich, okay, was Indianer wünscht. Okay, aber also das Tipi scheint da schon irgendwie. Oder sagst du sagst eigentlich nein? Ich sage eigentlich nein. Ich sage, das geht am offenen Feuer genauso. Es ist nur sehr logisch, dass man das im Jänner sicher im Tipi macht. Ne? Mhm. So sehe ich das eher. Und einfach durch die Tatsache, dass du irgendetwas tust, was mit diesen Elementen zu tun hat, mit dem, was uns umgibt, jetzt im weitesten Sinn eben Luft, Wasser, Erde und ja, Feuer. Also es lässt sich eher ein bisschen auf das reduzieren. Und wenn man mit diesen Elementen, man kann genauso, was weiß ich, heilige Waschungen machen, wird super funktionieren. Okay. Nein, das hat mich jetzt irritiert, das Grinsen von seiner. Weil ich wollte vorher darauf anspielen, irgendwie von der speziellen Tipi-Form her. Es gibt also keine Geschichten, warum man nicht genau in die Mitte meinen Rasierer legt, dass er nicht stumpf wird, so wie bei der Pyramide. Ja, das war nicht. Also, ich habe das man weiß halt, diese Pyramidenform zum Beispiel, aber gut, das ist halt Geometrie. Es ist ein bisschen, es ist, um das auf das zu beziehen, es ist ein bisschen ein anderer Winkel. Ich kann das jetzt nicht sagen, ich glaube, er ist um einiges steiler als der von der Cheops. Und also Cheops hat, glaube ich, 51, irgendwas Böschungswinkel irgendwo da. Und Stipi ist ein bisschen steiler, glaube ich. Oder? Ja. Aber wie auch immer, nein, würde ich nicht. Was auf jeden Fall klar ist, es ist einfach sehr harmonisch. Du musst dir vorstellen, du sitzt drinnen, hast eine weiße, mitunter bis zu 8 Meter hohe Haut. Das liegt ja am Durchmesser. Nur um kurz einmal die Größenordnung zu sagen, wenn du eine 8 Meter Durchmesser Stipi hast, hast du 4x16, also ungefähr 50 Quadratmeter Innenfläche, also das ist schon heftig. Wow, das ist ja bei einem 8 Meter Durchmesser, wie es halt beim Kreis so oder beim Ei halt in dem Fall so ist. Und wenn du da jetzt drinnen sitzt und dieses Stangenbündel sehr harmonisch da oben, wie das vor dem geworfene Mikado-Bündel irgendwie da oben so liegt und dieser weiße Stoff drüber liegt und von draußen vielleicht die Sonne rein oder halt auch nicht, aber in jedem Fall, es ist eine sehr schöne Form und die einfach, ja, einfach Feng Shui-mäßig, sage ich mal, schön zum Empfinden ist. Und von draußen schaut es natürlich ganz besonders toll aus, wenn in der Nacht der Feuer ist, wenn mehrere Tipis irgendwo auf einer Wiese stehen, dann sind es so leuchtende Kegel, die da rumstehen und das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe voriges Wochenende in so einem Gerät geschlafen. Es ist wirklich sehr angenehm von der Größe her. Wir haben am liebsten die ganze Nacht im Kreis gerollt. So viel Platz war ganz einfach. Ja, mir war gerade bewusst, dass es 50 Quadratmeter Innenfläche ist. Es kommt auf das an, wenn du sagst, du willst ein Tipi, das 3 Meter, also 3 Meter ist so schwer zum Rechnen mit Pi, aber sagen wir 4 Meter, dann hättest du 2 mal 2 aus 4, da hättest du dann gerade einmal 17, 18 Quadratmeter. Mhm. Und bei 8 Meter, weil es wieder leicht zu rechnen ist, hast du eben diese knapp 50 und es geht rauf. Also wir machen es bis zu 10 Meter Durchmessergröße, allerdings schon etwas ungern, weil du dann 138 Quadratmeter Stoff auf der Wiese liegen hast. Mhm. 138 Quadratmeter, die bewegt werden müssen und vorher vernäht werden müssen. Also es ist dann schon sehr aufwendig, auch, desto größer das wird. Wie lang im Jahr kann man in so einem Tipi eigentlich wohnen bei uns? Also es gibt viele Leute, die einfach das ganze Jahr drinnen wohnen. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Gibt es Leute, die sie wirklich so eingerichtet haben drinnen und das Tipi dem Haus komplett vorziehen? Bis zu einem gewissen Grad schon. Ich habe also selber eine Frau aus Niederösterreich gekannt, die hat ein ganzes Jahr wieder drinnen gewohnt, einfach aus Erfahrungs. Und das sind, man muss dazu sagen, das sind nicht Leute, die also alle mit wahnsinnigem Blick irgendwie dann durch die Gegend gehen, sondern das sind ganz normale, unheimlich nette Leute, die das einfach ausprobieren und sich sehr wohlfühlen dabei. Ja. Ja. Wie, ihr macht ja das Ganze in Handarbeit? Wir tragen die Nähmaschine mit der Hand ins Freie, wo wir dann nähen können. Nein, stimmt aber, sonst ist es Handarbeit in dem Sinn, als dass diese riesigen Stoffbahnen miteinander mit Stecknadeln verbunden werden müssen. Da hat man also bis zu 20, manchmal bis zu 25, 30 Meter lange Stoffbahnen, die miteinander verbunden werden müssen. Und also es ist schon auf jeden Fall so in dem Sinn Handarbeit, klar. Ist das, was du magst, irgendwie ein eigenes Patent oder gibt es da mehrere, die sowas machen? Nein, es gibt mehrere, die Tipis machen keine, alles ist natürlich keine so gut wie unseres, das ist ja keine Frage. Nicht?
Aber was wir im letzten eineinhalb, zwei Jahren entwickelt haben, ist eben ein sogenanntes Einstangen-Tipi. Das ist ein Tipi, das man mit einer einzigen Stange aufstellen kann, das zum Wandern, für Tracking, für Motorradfahrer vielleicht oder so gedacht ist, die einfach unterwegs jetzt halt mit haben wollen. Das hat 4,50 Kilo Gewicht, einen Durchmesser von 3,20 Meter, also man hat wirklich reichlich Platz, man schafft da, schläft zu fünft auch noch total super drinnen und zu dritt auf jeden Fall sehr bequem. Besonderheit daran ist eben, dass es so gut wie kein Gewicht hat und dass man keine Stangen mit rumschleppen muss, sondern diese eine Stange ist halt zum Auseinandernehmen. Und man kann das wirklich in einen Rucksack packen und verwendet das auch so zum Bergsteigen mitunter. Und der Vorteil ist eben, dass man sie gegenüber irgendeinem normal fabrizierten, gekauften Bergsteiger-Iglu, wo man dann beim eigenen Kondenswasser sozusagen gemütlich beim Gaskocher drinnen sitzen muss, ist das immer ein Riesenunterschied. Wenn man mit diesem Einstangen-Tipi unterwegs ist, kommt man gerne an auf diesem Rastplatz und freut sich eigentlich auf den sehr gemütlichen Abend da drinnen beim Feuer sitzen, egal bei welchem Wetter. Und man sitzt halt nicht mit dem Anorak drinnen, sondern egal was da draußen los ist mit dem T-Shirt. Also das geht bei dem Einstangen-Ding auch mit dem ganz Feuer. Ganz genauso mit Feuer und so. Weil in einem normalen Zelt käme niemand auf den Gedanken, offenes Feuer zu machen. Nicht, das ist wirklich, in 10 Sekunden weg, ja, dann das, ja, Ding. Aha. Genau. Ist das auch ein traditioneller? Es soll solche Ideen geben haben, vor allem als Hängetippe. Das waren dann die Jäger, die also verschiedenen Wild nachgejagt sind und gewusst haben, das könnte länger dauern. Die haben sie dann sowas mitgenommen und haben dann, das war so eine notdürftige Behausung halt, nicht für Dauerbewohner gedacht, sondern einfach eine Nacht drin schlafen und dann weitergehen. Aber nicht sehr häufig. Also es gibt in der Literatur taucht wenig auf drüber, also zumindest der mir Bekannten. Von der Anordnung her nochmal von der Feuerstelle, also hat es da bestimmte Standardformen oder so irgendwas gegeben, dass das jetzt gerade im vorderen Drittel ist? Normalerweise kommt man auf den Gedanken, man stellt es in die Mitte jetzt einmal. Genau, dem ist es aber, wenn du es in die Mitte stellst, hast du weniger Platz letztendlich, sondern du hast da kreisrunde oder eiförmige Fläche, wo die Mitte blockiert ist. Das heißt, alles, was ich jetzt gruppieren kann, kann sie immer nur so in so einer Kreisform gruppieren und kann nicht einfach nach hinten rücken und dort zum Beispiel gemütlich 6 Leute schlafen hinten und zwar spülen vorne nordamerikanisches Bauernschnapsen zum Beispiel oder so irgendwas. Das ging ja also nicht. Ne? Okay, wir müssen ja heute leider ein bisschen früher Schluss machen, weil es jetzt noch eine bereits fix vorgeplante Sendung gab, die sich dann irgendwie nicht, also es war irgendwie so eine Terminkollision und wir haben es dann bereit erklärt, dass wir 20 Minuten weniger machen. Wenn wir noch dazu sagen können vielleicht, also über die Best Shows Seite kommt man auch auf eine spezielle Tipi-Seite. Da ist ein Videoclip drauf, wo der Wolfgang ein bisschen was über das Tipi erzählt und wo man sich sowas auch anschauen kann. Da sind auch einige Bilder drauf und vor allem, da sind auch die Links drauf zur Homepage. Die da lautet www.tipi.at.